So, hallo und herzlich willkommen auf dem Gemeinschaftskanal der Deutschen AE3-Liga. Mein Name ist Sebastian und ja, heute habe ich mal irgendwie so ein bisschen so ein Video außerhalb der Reihe, sag ich mal. Weil, ja, ihr habt ja alle den Livestream bestimmt gesehen und ich habe ja ein paar Wetten abgezogen und habe leider auch irgendwie drei Viertel davon verloren. Und eine dieser Wette gegen Schatzjäger beinhaltete, dass ich doch einmal Holländer spielen soll in der Liga. Und das habe ich jetzt tatsächlich getan. Und deswegen kriegt ihr jetzt mal ein Live-Gameplay-Video von mir. Allerdings ohne Kommentar, weil ich kann wirklich nicht reden und spielen. Und vor allem nicht eine Zivilisation, die ich überhaupt nicht kann. Und ja. Genau. Also schaut es euch an hier. Achter Spieltag gegen Goethe auf Alaska. Ich spiele Holländer. Ich will jetzt auch gar nicht groß erzählen, was passiert, sondern schaut es euch an und dann sehen wir uns nach dem Video nochmal. Okay. Ja, Kommando. Juist. Kommando? Ik ga. Ja, jagen. Klaar. Ik doe. Ja. Oké, okay. Ja. Jager. Hallo. Juist. Ja, Kommando. Oké. Okay. Handelaar. Ja, juist. Klaar. Ja, ik ga. Klaar. Juist. Commando? Jagen. Jagen. Ja. Hallo? Ja. Timmerman. Ik doe het. Jager. Commando? Oké. Okay. Ja. Commando. Klaar. Handelaar. Commando. Jager. Jager. Klaar. Ja, okay. Ja, juist. Ik doe juist. Jager. Jager. Ja? Juist. Commando. Jager. Ja. Commando? Jagen. Klaar, ik doe het. Ja. Oké. Okay. Jager. Commando? Hallo, ik doe het. Klaar, oké. Okay. Ik ga. Commando. Commando. Houthakker. Ja, commando. Klaar, houthakker. Ja, ja. Ik ga jagen. Klaar, oké, okay. Ja. Commando, ja.
Ja, jagen. Klaar. Juist, jager. Hallo, ik ja, juist. Jagen. Klaar, commando, jager. Ja, jager. Commando, jager. Hallo, jager. Jager. Ja. Commando, jager. Hallo. Hallo, handelaar. Klaar, houthakker. Klaar, houthakker. Hallo, houthakker. Klaar. Hallo, handelaar. Klaar, commando. Timmerman. Timmerman. Commando. Commando. Klaar. Ja, juist. Hallo, handelaar. Klaar. Jagen, jagen, jagen. Ja, ik ga. Ja, juist. Commando. Oké. Hallo. Ja, oké. Jager. Commando. Jager. Hallo. Ja, juist. Ik doe jager. Ja. Juist. Oké. Ik ga. Oké. Hallo. Ja. Jager. Commando. Ik ga. Juist. Klaar. Jager. Jager. Commando. Ja. Hallo. Klaar. Jager. Commando. Ja? Juist. Oké. Hallo? Oké, ik ga. Commando? Klaar. Timmerman. Timmerman. Hallo? Klaar. Ja. Oké. Commando? Klaar. Jager. Jager. Commando? Ja. Oké. Hallo? Ik ga. Ja. Commando? Ja. Jager. Hallo? Jager. Ja. Jager. Ja. Ik doe het. Jager. Commando? Handelaar. Jaag, jager. Commando? Hallo? Juist. Ja. Commando? Oké. Hallo? Jagen. Klaar. Ja? Ik ga. Hallo? Juist. Oké. Ja. Ja. Juist. Jager. Commando? Ja. Jager. Hallo? Ja. Kom op, handelaar. Klaar. Oké, jager. Hallo, jager. Klaar, juist. Commando. Oké. Ja, ja. Jager. Jager. Hallo? Ja.
Hallo? Timmerman. Ja? Oké, jager. Juist, oké. Hallo, ik doe het. Commando? Klaar, commando. Hallo, juist. Ja, juist. Klaar. Ja, oké, ja, ja. Hallo? Ja. Ja, klaar. Ja, oké, ja, oké, ja, oké, ja, juist. Ja. Oké, okay. Ik kan me niet bewegen. Klaar. Ik ga, oké. Okay. Hallo, oké. Okay. Klaar. Klaar. Ik ga. Ja. Juist. Klaar. Ik ga. Ja. Ja. Juist. Ja. Juist. Ja. Ja. Commando. Commando. Ja. Aanvallen. Klaar. Aanvallen. Commando. Aanvallen. Ja. Oké. Okay. Ja. Hallo. Aanvallen. Ik ga. Ik ga. Commando. Ja, oké. Okay. Hallo. Aanvallen. Klaar. Aanvallen. Ja? Commando. Oké. Okay. Aanvallen. Commando. Oké. Okay. Ik ga. Oh, ik voel ga. Me nu wat juist. Sterker. Ja? Ten oorlog. Klaar. Commando. Juist. Klaar. Ik ja. Klaar. Ik ga. Commando. Klaar. Commando. Ja? Ik doe. Hallo? Ja? Jager. Hallo? Commando. Hallo? Klaar. Oké, okay. Commando. Ik ga. Hallo? Oké, okay. Commando. Handelaar. Ja? Hallo? Ja, jager. Ja? Handelaar. Klaar. Handelaar. Klaar. Handelaar. Ja? Hallo? Juist, jagen. Commando? Oh. Ik ga. Jagen. Commando? Oké, okay. Ja. Commando? Ja. Ja. Oh, ja. Klaar. Oké. Okay. Commando? Hallo? Handelaar. Ja. Commando? Ja. Jager. Over! Klaar. Oké. Okay. Klaar. Okay. Ja. Over! Ja? Juist. Ja. Juist. Oké. Okay. Ja. Juist. Commando? Ik ga. Ja? Ook. Ik, ook. Ik ga. Klaar. Oké. Okay. Ik ja. Commando? Commando? Ja. Ja. Commando? Ik ga. Ja. Ja? Ja, oké. Okay. Commando? Aanvallen! 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 Ja. Klaar. Ja. Ik ga. Ja. Commando? Ja. Klaar. Ik ga. Ja. Oké. Ik ga. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik ga. Oké. Okay. Ik ga. Oké. Okay. Ja. Oh, ik ben gewond. Ik kan ja. me niet bewegen. Oké. Okay. Ja. Ik ga. Commando? Oké. Okay. Ik ga. Ja. Klaar. Ik ook. Ja. Ja. Ik ga. Oké. Okay. Ik, okay. Ik ga. Ja. Ja. Okay. Ik ga. Klaar. Ja. Ja. Klaar. Juist. Jager. Hallo? Houthak. Jager. Over. Commando? Ik... Oké. Okay. Commando, ik ga. Ja. Ik ga. Ja. Ik ga. Klaar. Ja. Ja, ook ik ga. Oké. Okay. Ja.
Ik ga. Klaar. Oké. Commando. Timmerman. Timmerman. Klaar. Jagen. Jagen. Ja, Timmerman. Commando, ik ga. Oké, ik ga. Ja. Oké. Commando, klaar. Ja. Aanvallen. Klaar. Oké. Commando. Ja. Oké. Ja. Aanvallen. Commando, ik ga aanvallen. Klaar. Ja. Oké, ik ga. Oké. Ja. Ik ga. Oké. Ja. Oké. Ja. Ja. Oké. Ja. Oké. Ik ga. Ja. Oké. Oké. Ik ga. Oké. Ja. Ik ga. Ja. Ja. Oh ja. Ik ga. Ja. Ik ga. Ja. Ik ga. Ja. Oké. Ja. Aanval. Oké. Ja. Ik ga. Oké. Ja. Klaar. Juist. Commando. Ja. Klaar. Ja. Commando. Aanvallen. Commando, ja. Ik ga. Klaar. Commando, ik ga. Commando, ja. Aanvallen. Ja. Oké. Commando, aanvallen. Ja. Ik ga. Oké. Ja. Ja. Ik ga. Ja. Ja. Ik ga. Ja. Oké. Ik ga. Oké. Ja. Ik ga. Ja. Oké. Commando, ik ga. Ja. Klaar. Zurück zur Abschlussbesprechung. Ja, ich denke, ihr habt es jetzt alle gesehen. Ich habe leider verloren gegen Goethe. Ja, wollte euch aber am Ende so ein bisschen meine Gedanken mitteilen. Also, ist mir gerade nochmal frisch reingezogen, mein eigenes Replay. Und ja, also grundsätzlich ist es ja so, ihr seht es ja auch. Also, mein Makro war schlecht. Ich hatte ja viel zu viel Nahrung am Ende. Das finde ich Gold. Wie man immer das auch als Holländer schaffen kann, aber es ist anscheinend so. Ja, dann gut, an dem Tag war mein, oder vielleicht, naja, ich will es nicht sagen, ist generell so, aber ich habe auch, das war nicht mein bester Mikro-Tag. Wir haben danach auch noch ein Spiel gemacht, gutes Franzosen-Mirror, sehr zu empfehlen. Habe ich auch total schlecht meine Armee gesteuert, deswegen auch verloren, weil Build-Order-technisch waren wir eigentlich beide ungefähr gleich, aber gut, wer die Kämpfe besser nimmt, gewinnt das Spiel. War hier jetzt auch so. Ja, grundsätzlich so übergeordnet weiß ich jetzt allerdings gar nicht, ob Briten nicht tatsächlich ein schlechtes Matchup für Holländer sind. Weil der Brite will ja eigentlich auch ganz gerne seinen Hausbuben durchziehen. Und das könnt ihr ja, oder habe ich zumindest nicht bestraft. Und ich weiß nicht, ob man das
gut bestrafen kann mit Holländer. Also es würde mich mal interessieren, wenn ein paar erfahrene Holland-Spieler, die wir ja doch haben, wenn die das mal so drunter schreiben würden, was ist denn eigentlich, wenn man jetzt gegen Briten spielt, was ist eigentlich so das Vorgehen? Muss man tatsächlich jetzt früh einen Stall bauen und da mit Husaren gegen gehen oder sowas? Aber das verzögert auch wieder den Bankboom. Ich habe keine Ahnung. Also da bin ich raus bei solchen Überlegungen. Das kann ich euch leider nicht sagen. Dazu bin ich viel zu unerfahren in Niederländern. Ja, grundsätzlich, ich schätze mal meinen Ansatz mit irgendwie ins Dritte kommen, den Timing-Push überleben. Ich denke, der Timing-Push, das ging noch. Ich glaube, ich 3-4 Siedler verloren. Das ist nicht optimal, aber ich glaube, das ist noch im Rahmen. So, danach hatte ich eigentlich, glaube ich, sogar ein Fenster, wo ich hätte, habe ja auch rausgepusht, aber ich habe irgendwie keinen guten Kampf nehmen können. Wahrscheinlich, wenn ich einen guten Kampf genommen hätte, hätte ich das Ding drehen können. Das ist jetzt so meine Einschätzung. Habe ich aber leider nicht geschafft. Goethe war einfach zu gut. Und ja gut, Langbogen-Kombi ist natürlich auch so eine Sache. Langbögen, wenn sie stehen können, dann sind sie ja den Plank dann tatsächlich überlegen. Ich habe jetzt wenig Husaren gebaut. Ja, vielleicht muss man stärker auf Husaren gehen. Allerdings, man braucht halt auch was, um seine eigenen Plankler zu beschützen. Ihr habt ja gesehen, er hat auf jeden Fall immer gut Husaren am Start, was, glaube ich, keine dumme Idee war. Ja, von daher weiß ich gar nicht, wie so mein Fazit aussehen soll. Wahrscheinlich nicht so gut von mir, sehr gut von Goethe. Wüsste jetzt aber auch, außer die generellen Tipps, natürlich besser Makro. Und das ist halt das alles erfahren, halt mit der SIF, die habe ich nicht. Wüsste ich jetzt aber auch nicht. Also ich kann jetzt leider den Holland-Spielern, die ich kann jetzt nicht so viel weitergeben, sage ich mal an euch. Deswegen würde mich freuen, wenn einfach ein paar erfahrene Jungs für die zukünftigen Holland-Spieler, die das sehen, wenn die einfach mal ihre Expertise runterhauen. Also würde mich sehr freuen. Ja, mein Fazit so generell zu Holländern ist eigentlich, es ist nicht meine Sif, ehrlicherweise. Muss ich leider so ehrlich sagen. Also wenn ihr gerne Holländer spielt oder sowas, fühlt euch davon bloß nicht angegriffen. Also Holländer haben natürlich auch coole Aspekte und sowas, alles gut. Aber ich sag mal, die Idee von der SIF ist ja doch, dass man sich da seinen kleinen Privatbunker baut, so auf 2 Quadratmetern, die ganzen Banken hochzieht, irgendwie ins Dritte kommt und dann ja mit den Plänklern und Rütern ordentlich abnervt. So, und das ist auch eine gute Strategie und es kann auch super funktionieren und sowas. Und ich habe es jetzt, denke ich, nicht gut umgesetzt, aber man kann, also, ja, ist auf jeden Fall eine gute SIF und ist auch eine gute Strategie und sowas, alles gut. Ich tue mich damit halt schwer, dieser Anfang, diese ersten passiven 10 Minuten oder sowas, das mag ich persönlich nicht so. Also ich will nicht, dass der Gegner sozusagen machen kann, was er will. Und ich denke, gegen Briten ist das wahrscheinlich auch gar nicht gut, weil der Brite tatsächlich euch outboomen kann. Also gegen eine andere SIF wäre es wahrscheinlich nicht schlimm gewesen, aber gegen Briten muss man wahrscheinlich sogar tatsächlich als Holländer aktiv werden. Ist meine persönliche Meinung zu der Sache. Keine Ahnung. Also würde mich echt freuen, wenn das einer korrigiert oder so, weil ich habe echt, ich meine, ihr seht selber, ich habe nur wie Stufe 8 oder so, ich habe keine Ahnung von Holländern. So, von daher, ja. Naja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, also von der grundsätzlichen Art, wie die SIF gespielt werden will, damit komme ich halt schwer klar und deswegen ist jetzt Holländer auch nicht keine Nation, die ich jetzt weiter spielen werde. Also ich habe natürlich hier gerne die Wette eingelöst hier für Schatzjäger. Ja genau, Schatzjäger, wenn du das siehst, also hier Wette eingelöst. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr wieder eine Wette machen. Mal sehen, aber ja. Ansonsten, genau, noch ein Wort zu Schatzjäger noch, ein zweites privates Wort sozusagen. Ja, also wenn du das siehst, ich hätte dich ja gerne noch gecastet diese Saison an Spieltag 9, aber dein Gegner ist ja leider ausgestiegen, deswegen kommt das leider nicht mehr zustande. Ich verspreche dir jetzt aber hier offiziell, dass in der nächsten Saison, wenn du wieder dabei bist, in Liga 5, dann werde ich dein erstes Spiel auf jeden Fall casten. Ich hoffe, du spielst Holländer und zeigst uns mal, wie das richtig geht. So. Oder zeigst mir mal, wie das richtig geht, so, wie man gut Holländer spielt. Ja, gut, ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es kommen ein paar schlaue Kommentare von guten Leuten darunter, sodass praktisch alle Holländer-Spieler daraus was lernen können. Und ja, das sind so meine Abschlussworte, sage ich mal. Von daher, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem richtigen Cast und haltet die Ohren steif und macht's gut.